Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Planar Conquest heißt das Spiel. Okay, jetzt In-App-Käufe. Gut. Wir haben die Möglichkeit, weiterzumachen, sobald wir in Singleplayer wahrscheinlich gestartet haben, und ein Tutorial zu machen. Und ich würde sagen, fürs Angespielt machen wir natürlich das Tutorial. Immer schön, um irgendwie das Spiel vorzustellen, um reinzukommen. No, es sieht wie ein rundenbasiertes Strategiespiel aus, ha? Huh? Okay. Wenn wir das vorher beenden wollen, dann einfach hier auf das rote X drücken, das Tutorial. Lass uns mal sehen. Zoom in, zoom out. Zoom, zoom, zoom. Plus, minus, okay. Dann machen wir mal plus, minus. Achso. Okay, das ist unser Gold, unser Essen und unser Mana. Okay, mal plus 1,68 Essen, 14 Mana und 8 Gold dazu pro Runde anscheinend. The plains are full of resources that grant bonuses to nearby cities. Und hier ist so ein Ressourcending. Wild game plus 2 Nahrung. Ah, oh, Rehe, klar. Features are points of interest, often guarded by monsters. Na, solche Gebiete hier sind halt interessant. Aber werden halt von Monstern beschützt. Possibly rewards unique. Lost Tribe, ein verlorener Stamm. Okay, Possible Guardians sind gar keine da. Also kein Gegner da. Und wir können jetzt auswählen. Ups. You can talk between armies by using the unit switcher. Okay. Okay, die gehen zusammen, ja. Die sind jetzt beide in einer Armee drin. Und die können jetzt entsprechend hier angreifen. Die Bevölkerung wurde in Rinn wurde um 500 erweitert. Weißt du, kannst wahrscheinlich mehr Einheiten bauen. So, hier ist unsere Stadt. To enter the cities list, just tap once in the city management icon. Hier haben wir Rinn, 6500 statt 6000. Und hier können wir unsere Steuer erhöhen. Entweder wir machen es mehr, dann. Wenn wir mehr Steuern reinholen, dann werden die Leute wahrscheinlich unzufrieden. Dann, wenn wir weniger geben, dann sind sie zufrieden, ne? Ja, oh, but your people will be unhappy with that. Ihr seht, der Global Unrest 13%. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, jetzt kommen wir, springen wir in unsere Stadt hinein. Okay, Farmer produzieren halt Nahrung für unsere Truppen. Die Bauarbeiter bauen schneller. Die Magier Sages quicken Spell Researching. Wahrscheinlich einfach schnellere Erforschung von Zaubern. Eine unfreundliche Stadt oder hier mit dem Unrest, die rebellieren halt schneller. Das heißt also, wir können die arbeiten dann nicht mehr, zahlen keine Steuern mehr, aber brauchen dann immer noch Futter. Müssen sie halt immer noch durchfüttern. Wir haben mal Gold, Magie-Power, Essen, Produktion und Research und so weiter und so weiter.
Events, Resources, Enchantments ist gerade aktuell nichts dabei. Stationed Units. Wahrscheinlich, um sie zu verteidigen, unsere Stadt. So, hier haben wir, ne? Archer, zwei Turns brauchen die, um produziert zu werden, denke ich mal. So, wir haben hier neue Gebäude, die wir bauen können. Eine Armory können wir bauen, also eine Kaserne. Oder so eine Rüstungsschmiede. Allowing recruiting of more advanced. Ja, das ist ja schon richtig, das ist eine Kaserne. So. Ja, dann sind so Cures und so Warteschlangen. Die werden ja so hintereinander abgearbeitet. Oh, wir haben noch keine Zauber erforscht. Browse through the available spells. Okay, wir haben Healer Familia. Können wir uns heilen um 40, nee, 40 Leben, 40 Mana brauchen wir da anscheinend. Und dauert jetzt auch halt eine Runde, ne? So, wir können einen Zauber sprechen. Und dieser Zauber beschwört einen magischen Geist, der hier einfach irgendwo ein bisschen erkundet, glaube ich, oder? Ist ein toller Erkunderer, deswegen erkundet er jetzt einfach mal. Wir gehen hier hin. Und das nächste, Possible Gardens, haben wir Höllenhunde. Aber auch mögliche, viele mögliche Belohnungen. Threat very low, ne? Also Bedrohung sehr gering. Auto Resolve. Damit spielt der Computer alleine. Ich glaube, damit können wir wegrennen, habe ich jetzt nicht gelesen. War auch nicht gelesen. Auto-Deploy, ne? Das heißt, der Gegner setzt die Einheiten automatisch. Ach Gottchen. Ah, den Bogen ausgewählt. Bam! Hitchance von 40%. Ein Giftpfeil. Normalerweise sind die halt im Nahkampf, ne? Wir können halt auch zaubern damit. Ein Giftpfeil. Wusch. Jetzt seht ihr der Hellenhund, 32 und 36. Noch an Eisbolzen können wir zaubern. Ach, von da hinten, lol. Okay. Links zeigt den Status von unseren Einheiten und rechts zeigt die Belohnung. 91 Mana haben wir bekommen. There are often several planes or worlds in a game with gateway as it is. Okay. Gateways are links between planes. Do you wish to travel to the plane of Earth? Also wir gehen zur Erde oder was? Ein Plane Switcher. Einmal gehen wir runter, dann wieder hoch, runter und so weiter. Und damit war es das mit dem Tutorial. Mhm. Terra, Pangea, Feuer, Wasser, Erde, Luft, Paradies und Schatten. Und Prime ist halt... Oh. Prime ist halt Prime, ne? Difficulty, Adept, Mageling, Wizard, Warlock oder Archmage. Adept, die Weltgröße lassen wir auf normal.
Oh, hier können wir halt theoretisch 7 Gegner mit dazu packen, also ein kleines Strategie-Game. Ist das? Fast Movement On, Resources Frequent, Countless. Also das ist halt unendlich wahrscheinlich, oder? Nicht zählbar. Neutrals, oh, Karma, Spell of Domination, okay. Jetzt können wir noch auswählen zwischen den Hochgeborenen, wahrscheinlich den Grauelfen, Orks, die man anscheinend bezahlen müsste, Dwarfs, die man bezahlen müsste, Drakoniens und Mirrodans müssen wir auch bezahlen, Unhallowed. Nehmen wir mal die Dunkelelfen mit. Wir sehen dann noch in dem Text steht drin, was sie an Vorteil haben, ne? Advantages und Disadvantages, also Nachteile. Pre-made Lords, hier kann man so einen vorgewählten auswählen. Marcas, Merlin. Das sind ja verschiedene Disziplinen. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Merlin React Tod Stufe 9, ne, Tier 9. Mastery Death ist ein Necromancer. Also ein Totenbeschwörer. Da gibt es einige. Man kann sich natürlich auch selber einen erstellen. Was ist ein Dunkelelfen-Zauberer? Der passt doch, den nehmen wir mit. Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht mehr allzu weit spielen. Auf jeden Fall nochmal die Spielerstellung gezeigt. Citizens. Wo konnte ich denn hier Krieger machen? Das geht doch irgendwie draußen. Spinners. Sralz. Okay, ich kann nicht mal scrollen. Oder zoomen. Ah, hier ging's. Eine kleine, schöne Spinne. Warum kommt die nicht raus? Beweg dich, du hübsche kleine Spinne. So, mal wieder schön hier, die Auflösung verstellt, das finde ich ja super toll, ey. Ganz schön genervt. Nun gut. Na, hier gibt es ja Gegner, aber irgendwie komme ich nicht an die Gegner ran. Ich weiß nicht, warum nicht. Kein Plan, warum das hier nicht funktioniert. Oh, da hatte ich irgendwie Einheiten schon da gehabt, aber hier funktioniert das irgendwie nicht. Ach, guck mal da. Ist das meine Spinne? Naja, ist wahrscheinlich ein Gegner, oder? So, meine Spinne. Ist sie? Ah, Spiel ist abgestürzt. Ja, Spiel ist abgestürzt. Kein Plan, wieso. Aber gut, ne, damit wir noch eine ordentliche, richtige Verabschiedung haben, meine lieben Freunde. Was zeigt ihr mir an? Er ist abgestürzt, als ich darauf geklickt habe. Ist ja doof. Naja. Jetzt habe ich auf einmal Riesen. okay. Egal. Meine lieben Freunde, das war's gewesen, angespielt zu Planar Conquest. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.